Hallo ihr Lieben, heute gibt es das Video zu diesen beiden Schätzchen hier. Die möchte ich beide vergleichen. Den Tipp habe ich von Lisa Knittinggirl erhalten. Die findet diese Primer gut. Ich weiß jetzt nicht genau, welchen genau sie verwendet. Ich glaube den Poreless. Ich habe mir jetzt Poreless Partner Primer gekauft und Hydro Hero Primer. Werde ich einmal links und einmal rechts auftragen. Dann wie gewohnt mein Make-up und so weiter. Und dann nach ein paar Stunden mal gucken, ob ich nachöle oder nicht. Oder ob es die Poren verkleinert. Das spendet Feuchtigkeit. Das ist so ein Smoothing-Effekt. Testen wir. Ich lege einfach mal direkt los. Ich mache mal rosa zuerst auf meiner linken Seite und dann rechts den feuchtigkeitsspendenden Primer. Ist sehr milchig, also nicht durchsichtig, nicht weiß, sondern so ein Zwischending. Ich mache auch mal die Nase. Oh. Boah, der hat jetzt die Poren direkt verkleinert. Ich mache das nochmal hier an meinen Poren, damit ihr das vielleicht sehen könnt. Und nicht schlecht schon mal. Hier mein Kinn, die eine Hälfte. Ich habe übrigens wieder aufgeklebte Fingernägel. Aber die sind, ja, die Form gefällt mir nicht. Die sind so Krallen. Und ich habe auch noch keinen Nagellack drauf. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Einfach nicht beachten. Und dann die Hälfte von meiner Stirn. Da öle ich auch immer gerne nach. Da habe ich zwar jetzt nicht unbedingt vergrößerte Poren, aber mache einfach mal überall, wo ich nachöle. Ich lege hier nochmal was nach. Nur so ein Hauch. Okay. Das war rosa Poreless Primer mit Niacinamiden. Oh, das ist nicht verkehrt. Dann geht es weiter mit dem Hydro Primer. 24 Stunden, nein, 48 Stunden Feuchtigkeit spendet der. Ich wisch mal kurz meinen Finger ab. Oh, der ist recht weiß. Und viel flüssiger. Ja, das ist so ein richtig schön Feuchtigkeitsspenden. Das merkt man sofort. Das fühlt sich an wie so ein schönes Serum. Oh, der ist toll. Und der kühlt auch. Und der auch wieder am Kinn. Und die Stirn. Der ist ganz, ganz toll aufzutragen. Richtig schön erfrischend, kühl. Ja, wie so ein Serum. Tolles Produkt bis jetzt. Vielleicht ist es auch nur der erste Eindruck. Das war jetzt der blaue Hydro Primer. Lasse ich jetzt ein bisschen einziehen. Ich sehe jetzt noch keinen Unterschied, dass ich jetzt sagen könnte, da sind die Poren kleiner oder so. Beides gleich gut. Gut, dann werde ich mal mein Make-up auftragen. Erstmal die Haare aus dem Gesicht. Dann nehme ich euch noch bei mit. Das filme ich jetzt noch kurz mit und werde das auch abpudern. Also ich werde nichts anders machen
als sonst. Ich werde abpudern, ja, auch meine Poren mit dem Catrice-Puder, alles wie immer. Ich möchte das jetzt nicht ohne Puder ausprobieren, weil ich ja das testen möchte, so wie ich die Produkte jeden Tag benutze. Also mit Puder und ja, dieses Catrice-Puder, das Essenspuder. Ich mache alles so wie sonst. Ich mache jetzt erstmal eine Seite, damit die Primer sich nicht eventuell vermischen, aber die sind jetzt echt gut eingezogen. Und die Foundation lässt sich auch normal auftragen. Ich merke jetzt nicht irgendwie einen Unterschied, dass ich jetzt einen Primer drauf habe, dass es irgendwie so stoppt oder so. Das ist völlig in Ordnung. Jetzt die andere Seite. Da merke ich bis jetzt auch keinen Unterschied. Hier ist die Deckkraft ein bisschen weniger, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zu wenig aufgetragen habe oder weil dieser flüssige, feuchtigkeitsspendende Primer ja, die Foundation verflüssigt. Ich habe die Creamed Powder Foundation gerade verwendet. Ja, sieht anders aus. Das ist ein bisschen matter und das ist so ein bisschen ja, feuchtigkeitsspendend halt. Das ist matter und hier sieht man meine Poren mehr. Könnt ihr das sehen, den Unterschied? Hier ist es so schön matt. Hier ist so ein bisschen mehr die Poren. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist natürlich jetzt, weil ich dieses krasse Licht habe. Ich habe hier zwei so Lampen, die mir so ins Gesicht scheinen. Deswegen ist es so, glänzt das beides, also auf beiden Seiten. Wir machen weiter mit Concealer und Puder. Concealer ist drauf. Ich mache jetzt weiter mit Puder. Das Invisible Matte Powder von Catrice. Das nehme ich ja immer, um meine Poren optisch so ein bisschen zu verkleinern. Aber das bräuchte ich hier jetzt gar nicht. Aber ich mache es trotzdem, weil ich möchte ja die beiden Primer so testen, vergleichen mit den Produkten und das, was ich immer mache. Ja, auf beiden Seiten gleich machen. Darum mache ich das jetzt mal auf beiden Seiten, obwohl das hier jetzt echt nicht Not getan hätte. So, ein bisschen die Nase auch. So, an der Stirn mache ich das eigentlich nie. Ich mache das nur hier so an den Seiten. Dann mache ich weiter mit einem Puder von Essence. Dann nehme ich das Sensitive Powder, Mineralpuder. Das mache ich aufs ganze Gesicht. Mache ich immer so, auch wenn es eine Cream to Powder Foundation ist. Ich pudere trotzdem alles noch einmal ab. Und auf meine Augenlider auch. Heute habe ich keine Lust auf Lidschattenbase und so weiter. Ich mache nur ein bisschen Bronzer als Lidschatten heute.
So, das ist jetzt mit Puder. So, sieht das jetzt anders aus? Ja. Meine Poren sind hier verkleinert durch den Primer. Und hier ist das so, ja, das hat sich so abgesetzt. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr einziehen lassen sollen, den Primer. Vielleicht. Boah, die Seite gefällt mir richtig gut. Aber mal gucken, wie es in ein paar Stunden aussieht. Oder in ein paar Minuten vielleicht schon. Ich werde jetzt erstmal mein restliches Make-up auftragen und meine Haare machen. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Und dann warte ich nochmal ein paar Stunden und dann gucken wir uns das nochmal an. So. Das ist jetzt erstmal so ein Zwischenergebnis nach dem ersten Auftrag. Kurz danach, erster Eindruck. Gut, dann geht es gleich für euch weiter. Okay, ein paar Stunden weiter. Ich habe ja hier den Poreless Primer aufgetragen, auf dieser Seite den Hydro Primer. Ich hatte ja eben gesagt, oder vor ein paar Stunden, dass die Seite, also mit diesem Primer, dass die Foundation ein bisschen flüssiger geworden ist und das so sich so komisch abgesetzt hat und ja, meine Poren mehr betont als verkleinert. Ist auf dieser Seite aber auch so. Das kommt, weil ich habe so kleine Hautschüppchen. Ich müsste mal wieder ein Peeling machen. Das liegt also nicht an dem Primer, der nicht und der nicht. Ich muss sagen, also meine Nase ölt ja gar nicht nach. Das glänzt jetzt wieder ein bisschen von dem Licht. Ich gehe mal ein Stück zurück. Also meine Nase ist überhaupt nicht ölig geworden. Auf diesen beiden Seiten hat das auch noch nicht nachgeölt. Ich komme ein bisschen dichter dran. Und Stirn und so, Kinn auch nicht. Also da tut sich auf beiden Seiten nichts. Das ist beides gleich. Das ist ein ganz, ganz toller feuchtigkeitsspendender Primer. 48 Stunden Hydrating. Auf alle Fälle. Also das ist auch ein tolles Produkt. Nur mal so, ohne jetzt Make-up drüber zu machen. Einfach nur wie so ein Serum als feuchtigkeitsspendende Pflege. Ganz super toll. Und das hier, da habe ich ja jetzt beim ersten Auftrag gedacht, der macht die Poren kleiner im Gegensatz zu der Seite. Ja, würde ich sagen. Also hier sind die Poren ein bisschen kleiner als da. Kann jetzt auch sein, dass ich mir das einbilde, weil er halt Poreless heißt. Aber Lisa, das war ein ganz, ganz toller Tipp. Da kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Alle beide. Habe ich jetzt einen Gewinner und einen Verlierer? Nö. Ich finde beide toll. Ganz tolles Produkt. Der ist supi, der ist supi. Ich freue mich, dass ich beide habe. Den grünen habe ich mir ja nicht gekauft. Hatte ich ja mal im Haul-Video gezeigt. Beziehungsweise gesagt, dass ich den grünen Primer nicht gekauft habe. Ich hatte schon mal einen grünen von einer anderen Marke. Brauche ich nicht. Ich habe Rötungen und die kommen sowieso durch. Vielleicht kaufe ich mir den grünen doch noch, weil die beiden so gut sind. Aber ich freue mich, dass ich beide habe. Kann beide empfehlen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben!